Klima wird wärmer. Mich wundert, dass sich so viele darüber ärgern. Mir ist das ganz recht, ich hab es gern warm. Und man kann sich bald sparen, in die Ferne zu fahren, um Sonne zu tanken und Palmen zu sehen. Die Industrieschote, sie qualmen so schön und helfen zur Veränderung bei Rauch und Dreck in der Luft. Spenden uns den Treibhauseffekt. Und im Treibhaus, da wächst und gedeiht es. Ich weiß nicht, was soll daran schlecht sein, wenn es heiß ist. Was heißt es? Schon, dass die Polkappen abtauen. Nur, dass wir Berliner bald in einer Hafenstadt wohnen. Es ist mir klar, für andere ist dann Land unter. Aber ich wander entspannt zum Strand runter. Nicht weit weg von meiner Tür, ich fände es sehr schön. Könnte ich von meinem Fenster hier direkt auf das Meer sehen. Mich erschüttert nix, weder See noch Erdbeben. Sollen die Wissenschaftler doch weiter blöd daherreden. Die Welt entwickelt sich schon seit Millionen Jahren. Und es gibt nix, was man dagegen tut. Kann ohne Frage. Es gab Weißzeiten, Dürren und Kriege entbrannten. Krankheiten wurden besiegt und verschwanden. Der Mensch hat bislang alles überstanden. Was bedeutet dann schon ein Klimawandel? Es gab Weißzeiten, Dürren und Kriege entbrannten. Krankheiten wurden besiegt und verschwanden. Der Mensch hat bislang alles überstanden. Was bedeutet dann schon ein Klimawandel? Ist das Meer näher, kann man besser surfen gehen. Und statt Korallen unter Wasser kann man Dörfer sehen. Um die Gletscher wär's mir auch nie schade. Denn auf Kunstschnee kann man auch Ski fahren. Unsere Flüsse werden zu reißenden Strömen. Man kann Wildwasser fahren auf oder Neiße und Spree. Was soll das für eine Katastrophe sein, wenn danach alles besser ist, was ja gerade so erscheint? Nur wenn der Golfstrom sich verlagert, werden wir hier staunen. Weil wir erfrieren, während die Böden in Sibirien tauen. Dort wird es grün, aber hier kehrt dann das Eis zurück. Ich gebe zu, dass mich der Gedanke leicht bedrückt. Doch so wird's kommen und die Ostsee friert ein. In eisigen Sommern fängt's oft an zu schneien. Ich baue mir ein Iglu, schnitz mir ein Speer. Mit ihm jag ich Belugas und der schützt mich vor Eisbären. Wir spielen Eishockey und fahren Schlittenrennen. Mit meinen neuen Huskies geh ich durch dick und dünn. Egal wie das Klima die Welt auch beeinflusst, es wird alles prima und wir tun dafür, was sein muss. Es gab Eiszeiten, Dürren und Kriege entbrannten. Krankheiten wurden besiegt und verschwanden. Der Mensch hat bislang alles überstanden. Was bedeutet dann schon ein Klimawandel? Es gab Eiszeiten, Dürren und Kriege entbrannten. Krankheiten wurden besiegt und verschwanden. Der Mensch hat bislang alles überstanden. Was bedeutet dann schon ein Klimawandel? Es gab Eiszeiten, Dürren und Kriege entbrannten. Krankheiten wurden besiegt und verschwanden. Der Mensch hat bislang alles überstanden. Was bedeutet dann schon ein Klimawandel? Es gab Eiszeiten, Dürren und Kriege entbrannten. Krankheiten wurden besiegt und verschwanden. Der Mensch hat bislang alles überstanden. Was bedeutet dann schon ein Klimawandel? Wir wurden versucht und haben nicht widerstanden. Unsere Sünden und Fehler wurden schlicht übergangen. Wir kannten sie lange, doch haben niemals gehandelt. Und jetzt stehen wir bange vor dem Klimawandel.